Vorbildlich. Guten Abend. Ansicht. Fahr eben ran. Es. Ich liebe die Polizei, habe ich das schon erzählt? Wunderschönen guten Abend, der Herr. Guten Abend. Senior Corporal Liam Grams, mein Name. Können Sie sich vorstellen, warum ich Sie angehalten habe eben? Keine Ahnung. Sie sind da gerade bei mir ein bisschen ins Schlittern gekommen. Ich fühle mich wie ein GTA. Beziehungsweise auf der falschen Straßenseite gewesen. Können Sie mir dazu was genauer sagen? Ja, keine Ahnung. Ich bin hier vielleicht, also ich würde zugeben, so 2-3 km/h zu schnell gefahren. Können Sie mal ganz kurz aus dem Fahrzeug aussteigen? Wir sind noch neu in der Stadt. Jo, gerade heute erst angekommen. Jetzt will der überprüfen, dieses Auto habe ich fucking nochmal geschenkt bekommen. Ja, mir hat irgendeiner im Chat... Alter, ich... habe gerade fucking nochmal dieses Auto geschenkt bekommen. Jetzt pinkel mir nicht ans Bein. So, der Herr. Also, Sie sind ein Jahr in der Stadt, noch relativ neu und Wir haben gesehen, dass Sie keinen Führerschein vorhanden haben. Nicht in dieser Stadt. Man muss einen Führerschein haben? Scheiße, das wusste ich nicht. Ich habe gedacht, ich brauche keinen Führerschein. Warum ist dieses Spiel so fucking realistisch? Ja, das ist natürlich schlecht für Sie. Würden Sie hier jetzt gegen Paragraph 27 Fahren oder Fahrerlaubnis verstoßen, das würde ein Bußgeld von 500 Punkten ergeben. Pinkel mir nicht ans Bein! Allerdings, da Sie noch neu in der Stadt sind, würde ich bei Ihnen jetzt eine Ausnahme machen. Was? Würde einen Vorschlag machen? Wir erlassen Ihnen die Punkte jetzt. Jo. Der Typ ist... Das ist schon nett. Das ist schon nett. Easy peasy, die Polizisten haben ein Auge zugedrückt, weil ich erst seit heute da bin. Ganz schön teuer unterwegs. Das bezahlen wir Ihnen natürlich, das geht aufs Haus. Mir wurde erzählt, dass die Polizei hier in der Stadt korrupte Arschlöcher sind. Zitat. Aber ihr beide seid korrekt. Mhm. Das sind zufällig keine Gang-Tattoos, die Sie da tragen? Nein, das sind keine Gang-Tattoos. Also zumindest nicht von hier. Ja, es ist easy peasy. Man wird angehalten mitten auf der Straße, man böllert 5 Verkehrsschilder um. Vorbildlich.